Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie du schon im Intro gehört hast, habe ich heute einen Gast an meiner Seite und das ist Rainer von Massenbach von Webinaris, der Automatisierungssoftware. Und ich freue mich total, dass du da bist, lieber Rainer. Vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Hey, vielen Dank, Mira, für die Einladung und ich freue mich mega dabei zu sein. Ja, total großartig. Also wir haben ja schon sehr lange Kontakt. Ein Mitarbeiter von dir ist auch in meiner Facebook-Gruppe, weiß ich, der David. Okay, wusste ich noch nicht, aber jetzt weiß ich. Wusstest du noch nicht, siehst du. Also Webinaris begleitet mich tatsächlich schon eine Weile. Ihr seid ja wirklich so die Experten, wenn es um das Automatisieren von Webinaren geht. Erzähl doch mal ein bisschen von euch. Na, letztendlich ist das Thema Automatisierung so ein Grundwert in meinem Leben. Ich hatte schon immer, ich habe es gehasst, wenn ich wiederkehrende Prozesse erledigen muss. Und deswegen hat mich Automatisierung seit meiner Schulzeit war schon immer, hey, alles, was wiederkehrt, muss man noch irgendeinen Prozess für schaffen, der meine eigene Arbeitszeit da drin minimiert und so, dass ich quasi meine Fähigkeiten immer nur aufs Schaffen von neuen Dingen einsetzen kann, aber niemals gleiche Dinge wieder tun muss. Das war einfach so ein Lebenswert für mich und deswegen hat mich das Thema Automatisierung gerade im Bereich Business schon immer interessiert. Und Timothy Ferris war so dann dieses Buch, das dem Ganzen eine Richtung gegeben hat, wo ich halt gemerkt habe, hey, in die Richtung kann es gehen. Ich habe über Webinare selber sehr viel Geschäft gemacht. Mein ganzes Geschäft ist durch Webinare. Das war der größte Hebel für mein Business. Und irgendwann habe ich mich halt in der Situation befunden, dass ich teilweise am Tag 6 Webinare gehalten habe. Und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich ja gesagt habe, okay, ich erzähle immer wieder das Gleiche in diesen Webinaren. Kann man denn das nicht irgendwie automatisieren? Kann man nicht einen Weg dafür finden? Und ich habe dann damals ein Video aufgenommen und habe das in einem Live-Webinar einfach mein Video gezeigt. Aber irgendwie war das natürlich absolut dilettantisch und es wirkt auch nicht gut. Ich habe mich dann halt immer geräuspert und gesagt, Moment, oh, jetzt hat die Leitung kurz geknackt. Und dann ist quasi, habe ich das Video auf Play geschaltet, so dass keiner gemerkt hat. Und das war halt nicht die wirklich saubere Lösung. Aber ich habe gemerkt, dass es dann mit diesem Video, das ich einfach ablaufen ließ, und ich bin nebenbei dabei gesessen und habe halt am Computer dann gespielt und das Video lief einfach ab, hat es nichts in der Conversion verändert, rein gar nichts. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Webinaris, dass ich gesagt habe, hey, dazu müssen wir mal eine Software programmieren, die quasi diesen kompletten genialen Marketingprozess, nämlich Verkaufen über Webinare, in der Form automatisiert, dass man selber nicht mehr vorm Rechner sitzen muss, wenn so ein Webinar läuft. Und das war die Geburtsstunde von Webinaris 2013. Ja, oh, großartig. Also das heißt, du hast die 4-Stunden-Woche gelesen und hast dich da so ein bisschen inspiriert gefühlt auch. Ja, die 4-Stunden-Woche habe ich 2008 gelesen und da habe ich auch mein eigenes Unternehmen gegründet. Also ich war früher Versicherungsvertreter, habe also Verkauf gelernt quasi und Verkauf sehr stark praktiziert und habe dann 2008 angefangen, über das Thema Bücher zu schreiben, also Bereich Kommunikation, Kontakte knüpfen, Beziehungen aufbauen und habe daraus ein Infogeschäft gegründet, das ist die Rekrutier GmbH, vielleicht kennst du ein oder andere, wo wir uns halt konkret darauf spezialisiert haben, Handelsvertreter auszubilden, im Bereich Kontakte knüpfen und Beziehungen aufbauen. Und dort haben wir halt relativ viele Seminare und Live-Seminare gegeben, die wir dann eben irgendwann zu Live-Webinaren umgestellt haben. Und daraus ist es quasi resultiert. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Und 2013 seid ihr dann gestartet. Wie war denn so euer Anfang? Was waren so die Beginne von Webinaris? Naja, holprig. Es ist halt immer so, Informationen zu verkaufen, also sprich Seminare, Bücher und Schulungen, ist halt doch ein ganz anderes Geschäftsmodell als eine Software, weil man einfach in der Software einen viel längeren Investitionsatem braucht,
ein Infoprodukt, ich mache heute ein Produkt, ich verkaufe es und habe eine Marge von vielleicht 90% oder 95% dran. Und hingegen bei einer Software geht es erstmal darum, jahrelang zu investieren. Und deswegen, ich glaube, das war am Anfang relativ holprig. Ich habe mir bis heute noch, wir sind jetzt im 7. Jahr, ich habe mir noch kein Gehalt bezahlt. Also ich habe bis heute mit Webinaren noch nichts verdient, weil ich quasi alles reinvestiere, um halt besser zu werden, mehr Mitarbeiter einzustellen, zu wachsen, zu professionalisieren. Und eine Software ist halt wie eine Baustelle, die nie aufhört. Und deswegen, wir entwickeln uns gut, wir wachsen gut, wir werden immer besser, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Und es ist ein ständiger Prozess. Und auch erst durch Kunden kriegt ihr so eine Plattform Leben und Feedback. Und die Entwicklung geht dann teilweise in eine ganz andere Richtung, als man sich eigentlich am Anfang gedacht hätte. Absolut. Bevor wir mit dem Interview gestartet sind, haben wir uns ja so im Off ein bisschen unterhalten. Und da hatte ich gesagt, dass ich scheinbar auch mit einer der Gründerkundinnen mal gewesen bin, ganz am Anfang. Und da schon mal Webinaris ausprobiert habe. Das ist schon lange her, fand das aber auch eine ganz, ganz tolle Software schon damals. Und ich muss auch sagen, also über die Jahre, eure Entwicklung ist enorm. Also ihr habt da ja wirklich viel gemacht und verändert. Aber erzähl doch mal, wenn jemand ein automatisiertes Webinar geben will, warum solltet ihr euch einsetzen? Wie ist da so der Prozess? Ich glaube, der Hauptgrund ist irgendwann sein Bewusstsein zu ändern in Bezug auf Live-Webinare und sich mal von Live-Webinaren ein bisschen loszusagen. Und da gibt es für mich eine große Unterscheidung. Ich sage mal, alles, was ein wiederkehrender Prozess ist, sollte man automatisieren. Alles, was individuell ist, dafür sind Live-Webinare perfekt. Zum Beispiel, wenn man ein klassisches Unternehmen nimmt, muss man sagen, 80% der Unternehmung sind, also 80% der Kommunikation eines Unternehmens sind immer wiederkehrende Prozesse. Wenn ich allein mein Beispiel nehme, mein Verkaufsgespräch in der Versicherungsbranche, 80% des Kundengesprächs waren gleich. Bedarfsanalyse, dem Kunden zeigen, erklären und so weiter. Ich habe neulich eine Immobilie gekauft und bei der Finanzierung davon, auch hier das Gespräch, war genau das Gleiche, was der Bankberater mit mir geführt hat, der hat mir alle Vertragsdaten erklärt, der ist auf die Risiken ein und. Und ich denke, das ist komplett wiederkehrend. Und man sollte das quasi ausklammern, oder das ist so meine Ideologie, dass man hergeht und sagt, diese 80% der Kommunikation, den Kunden zum Beispiel komplett über die Baufinanzierung aufklären, ihn schulen und ihn ausbilden. Wenn der Kunde zum Arzt geht, eine neue Krankheit hat, das Grundwissen über die Krankheit kann ich perfekt in einem wiederkehrenden Prozess dem Kunden auf ein stündiges Webinar genau erklären, wie geht man zum Beispiel mit dieser Hautkrankheit um oder. Und dass der reine Fachmann, der Arzt, der Immobilienberater, der Banker sich dann eben nur noch auf die 20% individuelle Kommunikation beschäftigt. Das Reisebüro kann komplett den Verkaufsprozess einer Reise von, sagen wir, einer Australienreise automatisieren, den Kunden in einem Webinar Hotels, Reiseangebote, Möglichkeiten erklären. Und der wirklich das reine Verkaufen am Ende, nämlich dann rauszufinden, was ist die, welchen Flug brauchst du oder, das ist was, das kann man dann eben persönlich machen. Und es ist so viel effizienter, wenn eben die Menschen hergehen würden, sich alle nur noch zu 100% auf die 20% der Kommunikation, nämlich die den größten Ausbruch fürs Unternehmen bewirken, fokussieren und alles, was wiederkehrend ist, in Form von automatisierten Webinaren abbilden können. Und die Trennung zu Live-Webinare sind für mich zum Beispiel perfekt, wenn es jetzt darum geht, ich habe ein Coaching-Team, da sind 10 Klienten drin und die haben individuelle Fragen jede Woche. Kann ich sagen, die kompletten Schulungsinhalte liefere ich über automatisierte Webinare aus und den reinen Fragenteil, den kann ich dann zum Beispiel über einen Live-Call machen. Team-Meetings mit dem Team, wo wir wöchentliche Geschehnisse und so weiter debattieren, das ist zum Beispiel für Live perfekt und das wäre so die, so wie ich es immer strukturieren würde und wie ich es auch immer habe. Ja, finde ich eine gute Trennung auf jeden Fall. Wie läuft das dann ab über den Prozess, wenn wir jetzt mal so auf die Software drauf gucken, ins Dashboard reingucken? Was muss ich vorbereiten? Was muss ich haben für ein gutes automatisiertes Webinar? Du brauchst natürlich zuerst ein Webinar. Das ist das alles Entscheidende. Das heißt, optimalerweise hast du PowerPoint-Folien oder hast mal ein Live-Webinar aufgezeichnet,
Fakt ist, um mit Webinaris starten zu können, brauchst du ein Video. Für die Leute natürlich, die Webinaris kaufen, noch kein Video haben. Wir haben einen extrem guten Onboarding-Prozess, wo wir die Leute dabei unterstützen. Also wir haben zum Beispiel ein Template für die perfekte Webinarpräsentation. Wir haben Videokurse, wie man ein Webinar erstellt und so weiter. Aber im Grundsatz geht damit los, ich brauche mein Herzstück, ich brauche ein Webinar. Und wenn ich das habe, ist der Rest im Prinzip ein Kinderspiel. Ich kann das Video dann bei Webinaris hochladen, beziehungsweise mit Hilfe von Webinaris das Video erstmal erstellen. Wenn das Video oben ist, dann geht es quasi los, dass ich alle marketingrelevanten Dinge drumherum einstelle. Wir haben uns ganz klar positioniert als Verkaufs- und Vertriebsplattform. Das heißt, unser Hauptfokus ist, wir wollen, dass unsere Kunden mit unseren Webinaren verkaufen oder Kunden gewinnen oder Interessenten begeistern. Und darauf sind alle unsere Funktionen auch abgestimmt, zum Beispiel der Chat. Wir haben extrem viele Marketing-E-Mails vor, nach, während dem Webinar, wo man auf bestimmte Faktoren eingehen kann, wie zum Beispiel wer derjenige, der sich zu spät einwählt, kriegt eine Mail. Derjenige, der sich nicht einwählt, kriegt eine Mail. Derjenige, der drin war, aber in der Minute ausgestiegen ist, kann eine andere Mail kriegen. Und das Gleiche ist auch mit den Schnittstellen. Genauso sind auch unsere Schnittstellen, dass man zum Beispiel in ClickTip, in Fusionsoft oder Quenten oder was man auch immer nutzt für eine Mailing-Software komplett einstellen kann, wie das Userverhalten in einem Webinar war. Oder zum Beispiel, man kann seine Retargeting-Pixel reinpacken. Je nachdem, wie lange die Leute im Webinar waren, waren sie drin oder. Also alles, was in irgendeiner Form verkaufsfördernd rundherum um das Webinar ist, kann man dann einstellen. Und wenn das alles Fremdworte sind, man kann auch einfach nur das Webinar hochladen, Zugangsdaten versenden und los geht's. Okay. Wie ist das jetzt, wenn während des Webinars dann Fragen über den Chat gestellt werden? Da gibt es ja eine tolle Benachrichtigungsfunktion bei euch, ne? Ja, es gibt also mehrere Funktionen. Ich sage halt immer, beim Auto-Webinar sollte man den Leuten vorher sagen, dass man zum Beispiel nicht auf Chatfragen eingeht. Das wäre eine Variante. Die andere Variante ist, man kann sich selber live einwählen und mitchatten. Aber das haben wir gebaut, weil sich viele Kunden danach gefragt haben. Für mich ist es aber komplett gegen meine Vision der Automatisierung, weil es bringt nichts, wenn ich live neben dran sitzen muss. Aber es würde technisch gesehen gehen. Ich sage immer am Anfang vom Webinar, hey Leute, ich gehe im Webinar nicht auf Fragen ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die bitte in den Chat und ich werde im Nachgang per E-Mail auf die Fragen eingehen und schalte mir eine E-Mail-Benachrichtigung ein, um die Nachrichten zu bekommen und dann kann ich per E-Mail darauf antworten. Aber zum Beispiel am Anfang habe ich das nicht gesagt, habe ich halt einfach gesagt, okay, unten ist der Chat an, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr reinschreiben und habe diese Fragen genutzt, um einen Prozess zu verbessern. Man sieht ja immer, was stellen die Leute für Fragen und basierend auf den Fragen muss man halt dann hergehen und sein Webinar verbessern. So, wenn ich heute ein automatisiertes Webinar mache, kann ich sogar dazu sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Und ich weiß, es kommt trotzdem keine Frage, weil ich schon genau weiß, an welcher Stelle würden eigentlich welche Fragen kommen. Und ich nenne das immer Vorwegargumentation, dass ich quasi an dieser Stelle schon die Antwort auf die Frage, die kommen könnte, dort einbaue, so dass nicht keine Fragen kommen. Und das wird mir jeder, der ganz viel Live-Webinare macht, wird das bestätigen können. Wenn man immer das gleiche Webinar macht, weiß man ganz genau, was für Fragen kommen. Und so kann man seinen Inhalt quasi dahingehend verbessern und sollte irgendwann doch mal was durchrutschen, dann einfach per E-Mail im Nachgang drauf reagieren. Ja, das heißt, du bestätigst auch absolut eigentlich das, was ich schon sehr lange sage, nämlich ich schaue, dass du wirklich was nimmst, was du immer und immer und immer wieder erzählst, wo man dich nachts um drei wecken kann, wo du den Vortrag sofort runter erzählen könntest. Und das lohnt sich am Ende zu automatisieren. Das stimmt. Ja, finde ich gut. Was sind denn so weitere Möglichkeiten, um während des automatisierten Webinars Aktivität hervorzulocken? Ich meine, wenn ich live bin, dann habe ich ja noch ein paar andere Möglichkeiten zu aktivieren. Was passiert so während der automatisierten oder des automatisierten Prozesses? Ich meine, live gibt es Umfragen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass ich im Chat denjenigen nach A, nach B, nach C schicken kann, etc., um Aktivität einfach reinzuholen. Wie würde sich das am besten in einem automatisierten Webinar gestalten? Letztendlich geht das auch alles mit einem automatisierten Webinar. Also wir haben Umfragen drin, wir haben einen Chat drin und so weiter.
Ich bin da aber anderer Meinung, was den, wie gesagt, ich sehe alles aus der Brille eines Marketers. Für mich ist das oberste Gebot verkaufen. Ich bin nicht der Richtige, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln oder sowas über Webinare. Dazu könnte ich nicht so viel sagen. Für mich geht es darum, wie konvertieren Webinare, dass der Mensch am Ende kauft. Das ist meine Passion. Und da ist es so, wie soll ich sagen, ein guter Spielfilm fragt mich auch nicht im Kino, was sagst du dazu, schreib mal deine Meinung rein, kommentier, mach eine Umfrage oder, sondern der gute Spielfilm ist so, dass er mich fesselt. Und das ist meine Verantwortung als Webinargeber. Nur, ich zum Beispiel gucke auch gerne sehr viel YouTube-Videos und die Leute stellen dann auch mal, oh, kommentiert doch noch und kommentiert. Und mich nervt es eher, weil letztendlich, wenn das Video geil ist, brauche ich nicht kommentieren. Ich weiß, das hat marketingtechnisch andere Hintergründe und User Interaction und so weiter, dass das einfach auf die Ranks gut ist und. Das stellen wir mal außen vor. Aber allein für die, dass ich als Zuschauer dabei bleibe, brauche ich diese Interaktionen nicht. Sondern ich muss eine geile Show abliefern. Ich muss den Leuten heißen Content geben, wertvolle Tipps. Ich muss sie berühren. Ich muss ihnen Emotionen rübergehen. Ich muss einfach einen richtig wie ein guter Spielfilm. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ich muss die Leute einfach fesseln. Und dann brauche ich auch keine User-Interaktionen, damit die Leute dabei bleiben. Und so geht's. Aber wenn... Ja. Und wenn man es will, habt ihr es trotzdem drin. Wenn man es will, hat man's drin. Weil klar ist, der ein oder andere, der jetzt sagt, okay, klingt jetzt hart für mich, die perfekte Show, vielleicht kann ich das noch nicht. Es ist alles drin, was man braucht, um User-Interaktionen zu haben. Ich würde es nur weglassen, weil ich persönlich eine andere Meinung auch verfolge, was dieses Thema Automatisierung angeht. Ich würde zum Beispiel niemals sagen, das ist ein Live-Webinar, sondern... Ich habe es auch probiert. Ich habe den Leuten gesagt, hey Leute, das Ganze ist hier ein automatisiertes Webinar. Ich bin nicht live mit dabei. Das ist quasi nur ein Video, das abläuft im Format eines Live-Webinars. Deswegen Fragen erreichen mich nicht. Ich habe das auch mal persönlich so ausprobiert und es ändert nichts an der Conversion-Quote. Und von wegen, daher bin ich eben so, ich möchte den Leuten nichts vorfaken oder sowas. Deswegen nutze ich solche Interaktionen nicht, die für mich nicht ehrlich wären. Ja, weil es einfach auch ohne geht und die komplett gleichen Quoten hat. Ja, spannend, dass du das als Faken wahrnimmst. Ich würde es tatsächlich, aber ich habe jetzt tatsächlich dieses Lernvermittlungsgehirn, von dem du eben gesprochen hast. Also ich kann beides ganz gut. Und bei mir ist es so, dass ich denke, es könnte ja ganz gute Daten auch am Ende liefern, was du schon mal meintest, ne? Wenn ich eine Umfrage mit einbaue, wenn ich sage, hey, schreibt mir trotzdem im Chat, ich bekrieg darüber eine Benachrichtigung, ich kann euch hinterher per E-Mail antworten. Das ist sehr spannend, ne? Wie unterschiedlich man für sich individuell die automatisierten Webinare nutzen und auslegen kann. Finde ich toll. Du kannst damit alles machen. Und für mich geht es immer nur darum, und das ist halt das, was mich persönlich stört, wenn Leute eben, ich gebe ja ehrlich zu, darin sind wir gestartet. Ich habe ja auch am Anfang ein Webinar gefaked, wo ich ein Live-Webinar hatte und ein Video habe ablaufen lassen und habe halt gemerkt, das funktioniert gut. Aber ich habe halt einfach über die Zeit gemerkt, dass sich die Wahrnehmung dazu auch geändert hat. Und für die Leute ist es total egal, ob du live bist, ob du automatisiert bist. Die Leute gehen in das Webinar rein, weil sie quasi die Inhalte bekommen möchten. Ja. Und das hat sich ein bisschen geändert. Und dass das alles total unnötig ist zu sagen oder irgendwie den Leuten da was Falsches zu erzählen. Und eher, wenn man offen damit umgeht, auch sagt, ich kann den Chat gar nicht beantworten oder sowas, ist das genauso cool. Ich erlebe es halt immer wieder, dass manche Leute sagen, hey und herzlich willkommen, heute Montagabend, und die sich dann die Mühe machen, für jeden Tag ein anderes automatisiertes Webinar aufzunehmen, damit es ja wie live wirkt. Und das finde ich halt einfach nicht ehrlich oder das finde ich falsch und das ist überhaupt nicht notwendig, sondern eher im Gegenteil, das reißt sogar die Quoten runter, weil sich die Leute verarscht bekommen. Ja, absolut. Aber also da bin ich total auf deiner Seite. Entschuldigung, das wollte ich noch sagen. Wenn du jetzt irgendwelche Umfragen machst oder so, einfach um Werte zu ermitteln, es geht immer um den Kontext, in dem man es macht. Es ist technisch alles da und es geht, bloß man sollte den Leuten nicht ein Märchen drumherum erzählen. Definitiv. Also ich glaube, da sind auch gerade alle Podcast-Hörer total auf deiner Seite. Das habe ich ja schon vor einiger Zeit hier auch mal erwähnt, steht einfach dazu, dass es ein Evergreen ist. Ich sehe das auch so, dass da heute keiner mehr Problem hat, sondern dass es sogar ein Service ist, zu sagen, hey, ihr müsst nicht zu einem speziellen Tag warten oder zu einer speziellen Stunde warten, sondern ihr könnt im Zweifelsfall mit dieser Software zu jeder halben Stunde das Webinar angucken, wenn es euch passt. Ne? Genau. Mhm.
Was wäre denn so für dich eine gute Schlagzahl, wo du sagst, das findest du sinnvoll? Ist es für dich sinnvoll, jede halbe Stunde ein Webinar anzubieten? Oder was sind so deine Erfahrungswerte dazu? Das ist so, alles, was immer verfügbar ist, ist einfach nichts wert. Und wir sehen es gerade in der aktuellen Zeit im Thema Klopapier. automatisch ist was rar, wird es noch spannender. Und die Leute machen einen noch größeren Run da drauf. Und ich glaube, auch hier ist es das, wenn ich jetzt jede halbe Stunde ein Webinar habe, dann ist so, ist ja immer verfügbar, kann ich mir also auch morgen anschauen oder in einer Stunde. Und es nimmt diesen Effekt des Webinars, ich muss heute 18 Uhr da sein, sonst habe ich Pech gehabt, an diese Informationen ranzukommen. Und deswegen würde ich es maximal zweimal am Tag machen oder vielleicht sogar noch weniger, je nachdem. Mhm. Aber zweimal am Tag hat sich für mich als perfekte Zeit rausgestellt. Einmal in der Früh, einmal am Abend. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Was hältst du denn von der ganzen Funktionalität? Es gibt ja einige Leute, die zum Beispiel ganze Chatverläufe tatsächlich faken, ne? Also sagen, das Webinar, also mein eigentliches Video geht 50 Minuten, in Minute 39 bin ich im Verkaufsteil und in Minute 39 lasse ich Hans-Joachim Peter schreiben, juhu, ich bin dabei. Hasse ich. Ich sag, wir haben die Chat-Funktion drin. Es ist aber so, wir haben sie auch schon mal überlegt, ob ich sie abschalten soll, aber sie hat ja auch extrem wertvolle andere Dinge zur Automatisierung. Wie zum Beispiel, ich mache das auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nach 60 Minuten ein Produkt pitche, dass ich im Chat reinschreibe, hier der Link, Doppelpunkt. Ja, genau. Also ich brauche die Chat-Funktion, aber sie ist halt einfach, ich sage das immer wie ein Messer. Wie du es selber anwendest, liegt in deiner eigenen Verantwortung und sie ist wichtig. Aber ich finde das total Mist, diesen durchautomatisierten Chat. Ich habe Kunden, teilweise, die uns schreiben, hey, das ist so mühsam, den Chat anzulegen, bitte baut mir eine Import-Funktion. Und ich sage, nee, ich will das einfach nicht bauen, weil ich da nicht dahinter stehe. Wenn du es unbedingt brauchst, leg es bitte selber an. Wo ich einfach sage, das ist totaler Schrott. Also wir haben wirklich, am Anfang, bin ich ehrlich, habe ich mehr versucht und auch in alle Richtungen selber getestet. Es macht keinerlei Unterschied für die Verkaufsquote am Ende, ob ich da, eher im Gegenteil. Wir sind jetzt an dem Punkt, je mehr die Leute sich verarscht vorkommen oder man sie verarscht, desto schlechter funktioniert es. Ja, bin ich total auf deiner Seite. Finde ich toll, finde ich echt toll. Auch, dass du so ehrlich hier mal antwortest und erzählst, das habe ich probiert, das habe ich probiert. Das ist so, finde ich total klasse, dass ihr da so offen seid. Man muss natürlich dazu sagen, der Markt hat sich ja auch geändert. Vor 7 Jahren gab es keine automatisierten Webinare. Wir haben quasi das alles so probiert und wir dachten, hey, und eigentlich, das war eigentlich eine eigene Not und eine eigene Frustration zu sagen, bei 8 Webinaren am Tag, ich habe mich nur noch fusselig geredet und immer wieder das Gleiche. Ich hab Genanfälle beim Reden gekriegt. Aber was willst du machen, wenn es einfach wahnsinnig gut funktioniert? Und die Leute haben, wir haben unseren Umsatz mit Webinaren, glaube ich, vervierfacht, wo wir das eingeführt haben. Und haben halt gesagt, okay, es lohnt sich einfach unternehmerisch. Aber es hat mich zutiefst gelangweilt. Und es ist halt aus einer Not entstanden. Und da natürlich ist man dann heilfroh und man probiert und man möchte. Aber natürlich nach 7 Jahre später kommen so viele Erfahrungen dazu. Und auch die ganze, mittlerweile ist ein automatisiertes Webinar kein Geheimwaffe mehr, wie es vor 7 Jahren war oder so. Ne? Und deswegen ändert sich natürlich auch die Wahrnehmung bei den Kunden. Die wissen, ich bin gerade in einem automatisierten Webinar drin. Das wissen 30% der Kunden. Und wenn dann jemand hergeht und die dann auch anschwindelt, das passt halt überhaupt nicht zusammen. Und vor 7 Jahren wusste keiner, dass das automatisiert geht. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich erinnere mich auch noch an meine absoluten Anfänge, wo ich Webinaris auch ausprobiert habe. Und da habe ich zum Beispiel auch nicht gesagt, dass es jetzt was Automatisiertes ist, habe aber jetzt auch nichts durchgefaked oder so. Und da weiß ich noch, dass mir eine Kollegin hinterher geschrieben hat, hey, ich war heute Abend in deinem Webinar, war super. Und ich so, du, das war automatisiert. Und sie so, was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und heute ist es tatsächlich so, dass die Erfahrungswerte natürlich da draußen viel größer sind, dass die Leute schon wissen, was automatisierte Webinare sind, wie sie grundsätzlich ablaufen, dass sie, glaube ich, auch mit eurer Software durchaus was anfangen können und dass ich es hier auch viel wertvoller finde, zu sagen, hey Leute, meine Zeit ist wertvoll, eure Zeit ist wertvoll und deswegen habe ich das Ganze hier auf Evergreen gestellt, sehe ich genauso wie ihr. Ich denke, Mira, es kann sich vielleicht mal noch ändern von der, es ist ja so, dass Menschen
wegen dem Thema kommen. Und ich glaube, das muss immer im Vordergrund sein. Und dass ich es bei Internetmarketern, die halt schnell reich werden oder irgendwie so eine Geschichte erzählen, dass die natürlich da auch einen Shitstorm kriegen. Oh, und jetzt mit automatisierten Webinaren dann noch und so. Das passt halt, ich soll mal sagen, das geht in so eine falsche Richtung. Aber wenn ich jetzt heute zum Beispiel Raucher wäre und ich möchte unbedingt Rauchen aufhören und jemand gibt ein Webinar in 4 Stunden rauchfrei, kostenloser Kurs, dann interessiert mich nicht die Darreichungsform, sondern mich interessiert meine Lösung für mein Problem. Und ich glaube, das ist das, was entscheidend ist. Und das siegt natürlich jetzt und setzt sich auch durch. Zu 100%. Und man muss natürlich auch sagen, meistens ist es jetzt für Leute, die aufhören zu rauchen, die kennen vielleicht auch gar noch nicht Webinare oder automatisierte Webinare. Das ist ja eigentlich sehr verbreitet den Leuten, die halt im Online-Marketing sind. Aber jemand, der mit den normalen Endkunden zu tun hat, dort ist das Thema Webinar, als allein erst seit der Krise wird das immer mehr salonfähig, dass das Thema überhaupt jeder kennt. Ja, absolut. Gehe ich total mit. Du hast vorhin auch schön gesagt, es ist schön, wenn man am Anfang quasi diesen Informationsteil, den Content-Teil, den Mehrwert automatisieren kann und dann die direkte Leistung, das 1:1, die eigentliche Beratung dann live macht. Also dazu, das wäre sozusagen dein Tipp zu sagen, wenn das jetzt interessant ist, lassen Sie uns telefonieren und zum Beispiel in ein Telefonat zu gehen oder sich in einem Gespräch online zu treffen oder was auch immer. Genau, man muss halt immer sehen, okay, lässt sich mein Produkt online verkaufen oder ist noch was nötig? Beispielsweise, ich zum Beispiel interessiere mich gerade privat für einen Whirlpool. Ich hätte gerne einen Whirlpool und habe mal ein bisschen rumgegoogelt, tausende Informationen. Wenn ich jetzt ein Webinar hätte, darauf ist bei einem Whirlpool-Kauf zu achten. Wäre das aus meiner Sicht genau das, was mich jetzt im Moment interessiert hätte, dass mich eine mal eine Stunde lang durch das Thema führt und mit mir Entscheidungshilfe gibt? Nee, gibt's nicht. Also habe ich hier einen Anbieter angeschrieben, der hier bei mir um die Ecke sitzt, recht großer Anbieter, habe ich geschrieben, ich interessiere mich dafür, könnte ich bitte eine telefonische oder eine WhatsApp-Beratung oder kriegen? Nach einer Woche habe ich eine Antwort zurückgekriegt, darin hieß es, wir sind zurzeit wegen der Krise relativ unterbesetzt, wir können im Moment nicht beraten. Und hier ist es so ein klassisches Beispiel, wenn die ein Webinar hätten, wo die mich mal komplett aufklären, worauf es beim Whirlpool-Kauf zu achten. Mir erklären, was gibt's für Systeme, wie reinigt sich so ein Pool, wie viel kostet mich das prozentual mehr, ob der sich selbst reinigt, wie oft muss ich, was weiß ich, das Wasser wechseln, wie decke ich den im Winter ab und das sind alles Fragen, die würde ich dem Menschen, wenn er sich bei mir meldet, wenn er sich da melden würde, er kann ja gerade nicht, weil wegen der Krise scheinbar arbeiten wir nicht. Aber das perfekt könnte mir alle Fragen wären vorher geklärt und letztendlich am Ende vom Webinar wäre ich, wenn ich kaufen würde, der perfekt vorqualifizierte Kunde, wo man nur noch sagen muss, okay, jetzt lass uns in deine individuelle Planung reingehen, wie sieht dein Garten aus, was gibt's zu tun. Der kann den Whirlpool wahrscheinlich nicht digital verkaufen, weil ich ihn an meinen Garten anpassen muss. Und hier, das ist so ein klassisches Beispiel von Vorqualifizierung. Es gibt halt viele Branchen oder auch die Finanzdienstleister, wo man zum Beispiel den Kunden vorqualifizieren muss. Er kann noch nicht online gleich direkt kaufen, weil so ein paar individuelle Sachen nötig sind, vielleicht bei der Immobilienfinanzierung oder. Aber er wäre perfekt, dass er am Ende sagt, ja, ich bin kaufbereit, ich habe Interesse, ich will jetzt zuschlagen. Und dann könnte man zum Beispiel an den Hörer greifen und dann eben um diese letzten 20% der Kommunikation, die dann eben persönlich machen. Genau, also aus kalten Leads sozusagen warme Leads machen und dann am Ende schauen, ob es passt. Genau, und wenn du ein anderes Produkt hast, wo du vielleicht einen Online-Shop dazu hast, wenn du jetzt, sagen wir, vielleicht Whirlpool-Hersteller bist, der nur einen Online-Shop betreibt und gar nicht individuell im Garten sowas anpasst, dann könnte man natürlich auch direkt auf den Online-Shop verweisen mit irgendeinem Angebot oder Aktion oder, dass die Leute halt direkt nach dem Webinar kaufen. Also das muss man sich immer trennen, das sind so die zwei Funnels. Möchte ich vorqualifizieren für persönliche Beratungen oder möchte ich gleich den direkten Sale erzielen? Ja, gehe ich total mit, absolut. Wenn ich jetzt selber starten möchte mit der Automatisierung, dann gibt es ja doch ab und zu Marketer, die sagen, naja, mein Gott, dann nehme ich jetzt ein Video auf, ich packe das einfach auf meine Seite und damit ist das doch auch irgendwo ein automatisiertes Webinar. Was ist da für dich der Unterschied zu einer Software, wie ihr sie habt, mit all diesen Prozessen? Ich glaube, es ist der rein psychologische Effekt. Zum einen, was nicht immer verfügbar ist, wird automatisch mehr wert.
Dazu kommt der zweite Fakt, dass sich die Leute bewusst zu einer Zeit Zeit nehmen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video sehe und ich sehe das auf der Website und das kann ich mir auch morgen noch anschauen, ist es automatisch auch nicht, gucke ich es mir halt morgen an. Das heißt, ich nehme mir nicht aktiv Zeit dafür, sondern morgen und morgen wird es nie geben. Das ist der zweite Fakt. Und dadurch, dass ich selber nicht in die Steuerung eingreifen kann, das ist der alles entscheidende Punkt, warum die Leute dann bei dem Webinar so lange dabei bleiben, nämlich sie können nicht Stopp drücken, sie können nicht spulen, sie können nicht ins Verkaufsgeschehen eingreifen. Und das kann ich zum Beispiel noch aus dem Versicherungsverkauf, war damals das Allerschlimmste, wenn man am Anfang persönliche Beziehungen zum Endkunden aufbaut, dann kommt man ins Verkaufsgespräch und dann geht die Tür auf und dann kommt die Mutter, Ehefrau, Eltern, was weiß ich, irgendjemand in ein Zimmer rein und unterbricht das Gespräch. Ja. Man baut also einen Spannungsbogen auf, wie im Kino und auf einmal geht's Licht an oder irgendwas passiert. Und automatisch ist der ganze Spannungsbogen für den Arsch. Und bei einem Video schaffe ich diesen Spannungsbogen nicht, weil die Leute tendenziell, die Spannungsbögen sind das Langweiligste. Die Leute wollen ja eigentlich immer nur die schnelle Zusammenfassung. Der Spannungsbogen, der baut sich aber aus persönlicher Heldenreise aus persönlicher Geschichte und. Und das würden die Leute bei dem Video einfach überspringen, Hauptsache schnell zu den Fakten zu kommen. Aber die reinen Fakten sind nicht das, was es verkaufen, sondern das Gesamtpaket, dich als Person eine Stunde lang zu kriegen, mit deiner Heldenreise, mit deiner Expertise. Und das baut ja auch das Vertrauen auf. Und deswegen würden Videos niemals so verkaufen wie Webinare. Also wir haben es auch x-fach getestet mit allen möglichen Split-Tests. Und es ist wirklich unglaublich. Die Leute, die in dem Webinar drin sind, bleiben halt meistens zu 80-90% bis zum Schluss mit dabei. Und das ist der feine Unterschied, der es halt ausmacht, warum die Leute am Ende kaufen. Und jeder, der die klassische Videostatistiken kennt, kann die sich mal angucken. Fangen immer viel an, werden immer weniger und 2% bleiben halt bis zum Schluss. Und beim Webinar ist es so, ist die Quote eben bei 80-90%. Die anfangen, bleiben bis zum Ende dabei. Und das macht den krassen Unterschied im Verkauf aus. Ja, gehe ich total mit. Finde ich auch super. Total großartig. Wenn ich jetzt mit Webinare starten möchte, wo finde ich euch? Was ist so eine Übersicht? Was würdest du einem Starter raten? Mit welchen Paketen soll er da starten? Was wäre so dein Tipp? Einfach auf webinaris.com gehen. Kann man sich auch mal mit den ganzen Funktionen vertraut machen, was wir alles für Möglichkeiten haben. Und dann je nachdem entscheidend ist das Kriterium, wie viele Webinare möchte man gleichzeitig laufen haben. Das ist das Entscheidungskriterium, wie man startet. Und dann gibt es eben verschiedene Tarife ab 59 Euro monatlich. Und dann eben entscheiden, wie viele Projekte möchte ich gleichzeitig haben und danach auswählen. Projekte bedeutet zum Beispiel, ich habe einen Kunden, der hat ein Webinar, in dem er Produkt A und ein Webinar, wo er Produkt B verkauft. Und die sollen halt parallel, gleichzeitig, zeitversetzt, wie auch immer laufen. Dann wären das quasi zwei Webinare oder zwei Projekte. Und danach entscheiden sich unsere Tarife. Sehr gut. Ich werde euch natürlich auch den Link in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr das direkt anklicken und dann seid ihr direkt auf der Seite drauf. Vielen lieben Dank, lieber Rainer, für deine Zeit. Gerne doch. Wenn noch Fragen sind, ich weiß selber, dass es nicht immer man sofort einen Funnel oder die Idee im Kopf hat. So zum Beispiel, habe ich mal einen Schuhladen oder ich habe auch einen Bestatter als Kunden, der aber am Anfang vielleicht sagt, für mich sind doch Webinare nicht das Richtige. Ihr könnt uns jederzeit anschreiben, info@webinaris.com oder einfach auf unserer Seite aufs Kontaktformular klicken, sagen, hey, ich stelle Moleskines her, ist das auch für mich geeignet oder. Dann wird sich unser Team melden und auch einen Funnel vorschlagen oder sagen, wie könnte man das perfekt in deiner Branche einsetzen. Weil genauso wie das Beispiel mit den Whirlpool, bin ich mir sicher, wüsste der Whirlpool-Hersteller, dass er auch gerade in solchen Krisenzeiten in Perfektion Leads gewinnen kann, würden sie wahrscheinlich anders reagieren, aber die Leute wissen es nicht. Und daher, wenn jemand solche Hilfestellungen braucht, einfach uns anschreiben, wir helfen da sehr, sehr gerne weiter. Ja, total klasse, vielen lieben Dank, auch im Namen meiner Hörer, die freuen sich bestimmt. Lieber Rainer, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein tolles Interview, muss ich echt sagen. Du hast mich ganz, ganz, ganz positiv überrascht und ich glaube auch viele andere, die sehr viele Vorurteile wahrscheinlich gegenüber den automatisierten Webinaren haben. Dafür vielen lieben Dank und auch für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und viele liebe Grüße an alle da draußen.
Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesseren.de. Bis zum nächsten Mal.